zusammen und willkommen zu NHL 17 World Cup of Hockey, Folge Nummer 3 und somit Spiel Nummer 3. Und das Spiel hat es in sich, beziehungsweise der Gegner hat es in sich. Denn wir spielen gegen kein geringeres Team als gegen Kanada. Eines der besten Mannschaften auf der Welt und somit natürlich auch eines der besten Mannschaften in diesem Spiel. Das verspricht pure Hammer. Geile, spannende Action auf dem Eisfeld für die heutige Episode. Bevor wir jedoch mit dieser Action anfangen, habe ich noch einen wichtigen Punkt zum Ansprechen. Den habe ich schon im Video vom Mittwoch angesprochen. Und zwar, wenn du mich mal treffen willst, gibt es das Wochenende die Möglichkeit. Wenn ihr das somit interessiert, dann zieht ihr das Video vom Mittwoch rein. Das wird natürlich ohne Videobeschreibung verlinken. Ich habe mich gerade verschluckt, aber egal. Und so wird auch noch hier oben auf das i klicken. Da findest du natürlich auch einen Link zu dem Video, wo du alles erfährst, wie, wo, was man mich treffen kann. Okay, das Deutsch ist wieder on point heute, schon seit Anfang an. Jetzt also starten wir doch direkt mit der Action auf dem Eisfeld gegen Kanada. Jetzt müssen wir alles geben, denn auch Team Kanada hat wie mir zwei Siege. Das heisst, hier in diesem Match geht es um den Gruppensieg. Das heisst einfach, wie er gerade erwähnt und am Anfang gesagt, pure Action in dem Match. Und da fahren wir gerade unseren ersten Angriff. Wir schiessen von hinten und sie der Goalie pariert das aber. Team Kanada wieder da im Angriff und ich kann dem einfach schieben in den Weg noch. Zum Glück ist der Pass scheiße gewesen. Und wir können durch das einen Angriff starten. Da mit dem Nino Niederreiter, wo aber umgetatscht wird. Das Bulli ist sehr wichtig zum Gewinnen, aber wir verlieren. Wir dürfen sie aber nicht zum Schuss kommen lassen. Er schießt gleich. Aber Kanada weiterhin an der Scheibe, macht da richtig Druck und sie machen es 1-0. Absolut keine Chance habe ich hier. Kanada spielt momentan extrem stark. Können wir wieder mal einen Angriff starten. Sieht gut aus, aber schauen wir mal, wie eng das hier ist. Aber der Pass kommt perfekt an. Kommt da. Jetzt auch wieder ein Pass über ihn. Nein, er ist im Scheibe weg, aber jetzt Pass und Schuss. Und wir haben weiter in die Scheibe so. Und ein Pass und jetzt ein Schuss und ihre Goalie pariert. Schade. Letzte paar Sekunden, wir kommen dazwischen, da haben wir die Sirene und somit gehen wir jetzt gerade ab ins zweite Drittel. Und in dem zweiten Drittel müssen wir uns um einiges steigern. Wir haben absolut zu wenig Chancen gehabt. Team Kanada macht so einen Druck und schaut hinten so scheiße stark. Komm, nehmen den. Ihr seht, ich kann den Achiba nicht wegnehmen. Und da kommt der Pass und ein Riesenparade zum Glück für unseren Goalie. Nino Niederreiter macht das da sehr schön und jetzt schiesst er, aber er schiesst am Goal vorbei. Ja, wir haben den nächsten Angriff, komm. Hey, schau das an, wie schnell die zwei Leute bei einem haben. Das ist unglaublich. Aber da irgendwie bleiben wir an der Scheibe. Und jetzt können wir durch, jetzt gehen wir einen Schuss. Nein, aber da kommt der Scheibe, ist noch frei. Nein! Nein, der kommt allein auf unser Goal fast zu. Bleibt da schön stehen, da kommt der Schuss und der sitzt um 2-0. Jetzt so viele Chancen, aber ich nutze sie nicht. Und Kanada ist eiskalt vor dem Goal. Na ja, schön, jetzt haben wir freie Schussbahn. Aber nicht auf der Goal ist unser Abpraller vielleicht. Nein, auch nicht. Jetzt mit dem Angriff müssen wir es herkriegen. Komm, aber die kommen schon schön dazwischen. Aber auch wir kommen mit dem Stock dazwischen. Und jetzt schiessen wir. Nein, wieder auf der Goal. Oh, komm, Pass hinter und Schuss. Und Abpraller wieder nicht. So, das dritte Drittel. Erstes Drittel sind wir schlechter gewesen. Zweiter Drittel sind wir besser gewesen, aber haben keine Gesten können machen. Jetzt heisst es im dritten Drittel, muss einfach alles her und es fährt schon mal gut an, indem wir einen Bulli gewinnen. Und komm, jetzt schiessen und mach Kiste. Jawohl, er macht es tatsächlich. Jetzt werden wir los für die 100 Chancen. Endlich sitzt ein Schuss und sehr wichtig, gerade am Anfang vom dritten Drittel. Danke, Nino Niederreiter, das war unser Nino gewesen. Yes! Und jetzt gerade das gleiche Spiel, nochmal das gleiche Spiel mit dem Nino. Aber das muss schiessen daneben. Mein Gott, Nino hat da wieder die Möglichkeit zum Angreifen. Oh, er bleibt an der Scheibe. Zack, da ein bisschen abdrehen, komm. Oh, ich komm einfach durch, diesen Schuss, aber der wird nicht belohnt. Jetzt haben wir die Riesenchance. Wir haben Powerplay. Komm, Bulli gewinnen. Nein, wir verlieren es. Aber der Jack ist perfekt da. Komm, und jetzt ein Querpass unter Schuss und der sitzt. Da haben wir den Ausgleich. Powerplay ausnutzt. 2-2. Wir sind zurück. Es fällt wieder alles bei Null an. Sammeln und dann holen wir den Match noch heim. Kanada wieder einmal am Druck machen, das ist unglaublich. Einfach kein Goal, schön, perfekt gesaved. Wir dominieren dagegen, 10-2 Schuss, was für eine Dominanz von uns. Bulli wird auch gewonnen und jetzt kommt der Schuss und der geht auf der Goalie. Aber wir haben gleich noch die Scheibe, komm, muss noch passen und jetzt rein, nein! Ah! Oh nein. Nein, nicht das zweite auffahren, wo schön die Parade? Oh mein Gott! Wir sind die letzten paar Sekunden am Laufen, nehmen doch den Scheibe weg. Nein, da kommt der Ding, aber ein riesen Safe von unserem Goalie. Nach dem riesen Safe von unserem Goalie sind wir jetzt hier in der Overtime. Ab 2 Minuten sind schon gespielt und endlich können wir da mal einen Angriff starten. Da kommt ein Pass, aber auch der kommt nicht an. Oh, Fehler vom Gegner, können wir das ausnutzen? Nein, wir schiessen in den Fanghändchen. Overtime hat auch keine Entscheidung gebracht. Somit muss es in Penalty-Schüssen entschieden werden. Und machen wir das erste, jawohl, wir machen die erste Chance rein. 1-0. So,
Bitte Goal ist safe, das safe, das jawohl, er safe, yes! Nächster Angriff, das mal gehen wir da links, rechts und rein, nein! Safe das auch nochmal, komm, safe das, yes! Okay, so, jetzt so. Ah, das ist verboten! Scheiße, das ist verboten im Echt, da bin ich dumm! Bitte safe, dann haben wir gewonnen, trotz meinem Fehler, jawohl, er safe! Und das ist der Sieg, oder? Jawohl, das ist der Sieg, wir gewinnen gegen Team Canada im Shutout! Meine Güte, was für ein Spiel ist das? Ich habe euch wirklich nicht viel versprochen. Der Match war Hammer. Overtime und Penaltyschüsse. Plus, wir holen uns den Sieg. Ein Bomben-Match. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn das auch der Fall war, dann zeigen wir das mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, noch meinen Channel kostenlos zu abonnieren. Und wenn ihr gar nichts verpassen wollt, dann noch das Glöckchen aktivieren. Denn jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich freue mich auf die nächste Episode. Ich hoffe, ihr euch auch. Jetzt verabschiede ich mich jedoch noch von euch. Mit einem schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!